Hallo liebe Fans von Nordfahrt-Hutas, wir sind hier am Stand von Eagle auf der Sportec 2024. Neben mir steht der Jens Tigges von der OMI. Eagle sagt den meisten hier in Deutschland noch nichts. Kannst du mal bitte was zu der Firma an sich sagen? Ja, ist tatsächlich einer der ältesten Hersteller für taktisches Nylon, aber mehr im Kreisen der Spezialeinheiten bekannt, weil eben hier für die High-End-Lösung, bei Eagle ist halt eben spezialisiert. Man kann das gut an diesem Beispiel hier sehen. Eagle steht halt für allerneueste Materialien, beste Verarbeitung, extrem geringes Gewicht. Das ist ein Plattenträger, der wiegt gar nichts. Also, meinst du, hast hier einen Riesenschuh in der Hand? Ja, du hast. Wie gesagt, und dann halt eben alle Eigenschaften und aus der Praxis. Ne, hier sieht man zum Beispiel ein Modell, das im maritimen Einsatz benutzt wird. Das heißt, ich kann es schnell lösen, damit ich, wenn ich Platten trage, kein Gewicht habe, damit ich ins Wasser muss. Ich kann das hier austauschen mit Klett, kann verschiedene Konfigurationen hier haben. Ist also alles modular aufgebaut. Ja. Ich kann hinten über die Reißverschlüsse verschiedene Rückenteile anbringen, Trinkflaschen, Material, Gepäck und so weiter kann ich anbringen. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel für das, was Eagle steht. Es sind halt aus der Praxis raus für die allerneuesten Anforderungen sehr leichte modulare Produkte. Hier sieht man ja, ne, das sieht, denke ich mal, nach Carbonfiber aus, also Kohlefaser, dass man da auch auf sehr moderne Materialien geht und dadurch auch das Gewicht einsparen kann mit einem Drängen. Zum sehr Teil, festen Material, ja. Und das ist wirklich sehr, sehr leicht, ja, als Fester. Also, wenn ich da denke, was ich früher in Dienstzeiten mit mir rumschleppen musste, das war schon. Da hat sich sehr viel getan. Mehr, da hat sich viel getan, ja. Wie gesagt, die Spezialeinheiten kriegen es meistens zuerst, weil die halt die höchsten Anforderungen haben. Aber Gott sei Dank filtert es dann auch mal runter in die normaleren Einheiten, dass die da auch von profitieren können. Hier zum Beispiel haben wir ein Material, das nennt sich Molded Nylon. Es sieht aus wie Hyperlon, hat auch sehr ähnliche Eigenschaften, ist auch extremst robust und aber auch nicht so teuer. Also auch das wird bei Eagle berücksichtigt, dass es halt eben auch für eine größere Einheiten oder für Länder, die halt nicht so ein hohes Budget haben, dann auf zur Verfügung bleibt. Steht. Genau, richtig. Okay, herzlichen Dank, Jens. Ja, bitte.